Glückwunsch zum Sieg. Danke. Du schaust heute frischer aus als gestern. Ich habe befürchtet, dass ab dem Rennen mit dir ein bisschen nachlässt. Ich lasse nicht nach. Wenn das Rennen noch länger wäre, würde mir das entgegenkommen. Ja, sehr gut. Du bist ja heute schneller gefahren als gestern, 46,0. Leider habe ich keinen neuen Reifen drauf gemacht, was mich eigentlich jetzt ärgert, weil dann hätte ich die 45er geknackt. Das wäre älter gewesen. Ja, ja. Blöderweise, ich habe es gewusst. Ich saß in meinem Stuhl, habe überlegt, mache ich jetzt? Ach, ich gedacht, nee, das Arbeit mache ich nicht. War ein Fehler. Gut, Faulheit macht dich nicht bezahlt. Ja, das wäre halt nur irgendwo. Naja, das wäre aber eine persönliche Bestzeit. Ist jetzt aber auch ein Zehntel. Dankeschön. Ne? Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Das Dankeschön. War ja heute schon mal um Klassen besser als gestern. Ja, gestern ging irgendwie überhaupt nicht. Genau, aber und heute hast du am Anfang geführt. Ja, bin beim Start direkt als Erster eingebogen. Ich glaube, ich weiß nicht, ihr wisst es besser, 5 Runden, 6 Runden, glaube ich, geführt. Ja, genau. Und dann kam der Hilmar an mir vorbei. Konntest dann nicht dran, du hast dann ein bisschen die Rundzeit. Ja, aber ich habe versucht dran zu bleiben, aber er hat so viel Dampf aus den Ecken raus, der ist so schweineschnell, also ging nicht. War dann froh, dass ich dranbleiben konnte, ja. Dann ging es ans Überrunden, dann wurde der Abstand mal größer, mal wieder kleiner. Ja, dann, ich bin froh, zweiter Platz, 46er Zeiten, alles gut. Gut, danke. Jetzt Glückwunsch zum dritten Platz. Dankeschön. Ja, der Start war nicht so allzu schlecht. Du warst in der ersten Runde fünfter auf einem Platz. Ja, ich eigentlich den Platz gehalten. Nein, nicht ganz. Ich habe am Start habe ich 3, 4 Plätze verloren, habe aber direkt in der ersten Kurve einen und hier dann am Ende genau, statt Ziel 2. Und da habe ich dann wieder, genau, da hat es dann wieder gepasst. Da war es gut, da habe ich noch gedacht, oh, vielleicht, heute Nacht habe ich noch geträumt, vielleicht kann ich mich verbessern, im Gegensatz zu gestern. Keine Chance. Also heute, ich konnte kraftmäßig nicht mehr. Von den Rundzeiten hast du da verbessert, 48,0? Nee, schlechter. 46,4 bin ich gestern gefahren. Ja gut, nach vorne konnte ich nicht mehr hin, ist nichts kommen. Doch, der, glaub, Doppler heißt der Kollege, mit dem ich gestern schon, der kam dann und ich hatte ein paar Überrundete, wo ich dann langsamer gedacht, da waren ja ein paar Unfälle und zack, auf einmal war er an mir vorbei und dann habe ich aber noch wieder geholt, 2 Runden vor Schluss und super. Danke dir. Mario Damm, Jens Kreher, Steffen Döbler. Auf dem Podium der dritte Platz mit der BMW HP4. Jens Kreher mit einer schnellsten Runde von 1,48,076. Herzlichen Glückwunsch. Und der Platz 2 geht an den Mario Damm mit einer Kawa ZX10 und seine schnellste Runde 1,46,878. Herzlichen Glückwunsch. Und der klare Sieger mit einer schnellsten Rennrunde von 1,46,074. Hilmar Förster mit der BMW HP4. Herzlichen Glückwunsch. So, bitte kommt vor das Podium. Und jetzt noch ein Applaus, kommt.